Callaway gegen Callaway. Aber welcher ist der bessere Epic Flash Driver? Genau das möchte ich heute für dich herausfinden. Mein Name ist Philipp von Einfach Besser Golfen und solltest du neu auf meinem Kanal sein, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du ihn abonnierst. Und vergiss bitte nicht, auf die Glocke zu klicken, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Also, heute geht es darum, Callaway Epic Flash gegen Callaway Epic Flash Sub-Zero. Welcher Driver geht besser? Aus welchem Driver kann ich wirklich mehr Länge herausholen? Ich habe zu beiden Drivern schon eine kleine Review gemacht, möchte ich oben ganz kurz verlinken, beide Reviews. Aber heute geht es einfach darum, welcher Driver schneidet im direkten Vergleich besser ab? Der Callaway Epic Flash Normal oder eben der Callaway Epic Flash Sub-Zero. Und genau das möchte ich herausfinden und deswegen gehe ich jetzt raus auf die Driving Range und werde ein paar Bälle schlagen.
can't go on. Sind geschlagen und dementsprechend schauen wir uns jetzt gemeinsam die Statistik an, welcher Driver schneidet wirklich besser ab. Und wie man ganz gut erkennen kann, ist es keiner. Aha. Denn wir haben im Prinzip sehr, sehr ähnliche Werte, außer dass natürlich bei diesem Sub-Zero Driver, wie er auch beschrieben wird, weniger Spin ist, kann ich damit aber nicht wirklich mehr Länge kreieren. Wir haben auf der einen Seite eben mit Rennspellen geschlagen, muss ich dazu sagen. Die fliegen natürlich etwas kürzer. Auf der einen Seite 247,9 Meter Carry und ausgerollter 272,7 bei einer Spinrate eben von 2779. Und im Prinzip habe ich beim normalen Callaway Epic Flash Driver auch 249,8 Meter bei einer Gesamtlänge von 273,9. Also da bin ich wirklich auf einen Meter an der Driverlänge vom Sub-Zero. Und die Spinrate, wie bereits erwähnt, ist allerdings hier etwas höher mit 3169. Wechseln wir noch einmal zurück zur Statistik vom Callaway Sub-Zero. Denn auch ein paar wichtige Werte sind eben hier die Schlägerkopfgeschwindigkeit. Im Schnitt bei 112,4 Meilen, was circa meiner Schlägerkopfgeschwindigkeit entspricht, vielleicht eine Spur weniger, weil es ja auch eben nicht der Schaft ist, den ich eben gewohnt bin und dementsprechend ist das ziemlich einfach zu erklären. Wir haben eine Ballabflugsgeschwindigkeit von 159,8 Meilen und einen Smash-Faktor von 1,42. Das heißt, die Mittigkeit würde definitiv noch ein bisschen besser gehen und damit könnte man eben noch mehr Länge kreieren, wobei 272,7 Meter mit einem Rennspall wirklich beachtlich für mich ist. Gibt es natürlich andere da draußen, die noch wesentlich weiter schlagen können. Schauen wir uns nun vergleichsweise den Callaway Epic Flash Driver an, ohne Sub-Zero eben, also ein wenig verwirrend für mich. Dann haben wir hier ganz deutlich zu sehen 112,2 Meilen zu vergleichsweise eben vorher 112,4, das ist ein ganz, ganz kleiner, marginaler Unterschied. Wir haben eine Ballgeschwindigkeit von 158,6 im Vergleich zu 159,8 beim Sub-Zero. Also auch hier ganz, ganz ähnliche Werte. Der einzige Wert, der sich wirklich wesentlich unterscheidet, ist eben die Spinrate mit 3169 im Vergleich zu 2779 mit dem Sub-Zero-Driver. Smash-Faktor 1,41 vergleichsweise beim anderen Driver 1,42. Also auch wieder hier ganz idente Werte. Auch der Abflugwinkel ganz, ganz gleich. Also im Prinzip sind diese beiden Driver sehr, sehr ähnlich. Das kann man sagen. Allerdings mit dem Sub-Zero-Kopf bekommt man seine Spinrate deutlich runter.
Und dementsprechend finde ich einfach großartig, denn nun kann ich als Clubfitter, nun kann ich als Pro meinen Schüler den Treiberkopf geben, der genau zu ihm passt. Denn, und noch ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, was eben bei diesen Treibern anders ist, ist eines, der Sub-Zero-Kopf ist eher so leicht fadig unterwegs, das heißt der Ball trallt eher ganz, ganz leicht nach rechts. Hingegen der normale Kopf, Callaway Epic Flash, nicht verwechseln bitte, das ist auch für mich irrsinnig kompliziert, der allerdings droht eher etwas mehr, zumindest bei mir, und ich habe es auch schon von Kollegen bei anderen Reviews gehört. Konnte es noch nicht ganz glauben, aber es ist wirklich so. Also der Sub-Zero-Kopf fädelt etwas mehr, prallt leicht nach rechts. Für einen guten Spieler ist es immer irrsinnig schön zu sehen, weil auch bei mir ist der Miss, also der Fehlschlag immer links. Und so ein kleiner Fade, so eine kleine Rechtskurve ist nie schlecht beim Sub-Zero-Kopf. Beim normalen, der ist eher so wieder ganz leicht auf Draw, wie ich es eigentlich gewohnt bin von meinem TaylorMade-Driver. Und dementsprechend kann man eben ganz, ganz gut fitten. Ist ein Spieler eher mit viel Spin unterwegs, dann versuche ich seine Spinrate runter zu bekommen mit dem Sub-Zero-Kopf und das funktioniert großartig. Oder ist ein Spieler eher mit zu wenig Spin unterwegs, was ja auch ein Problem sein kann. Natürlich ist das Ziel, um den Ball weit zu schlagen, wenig Spin, aber um den Ball in der Richtung zu halten, beziehungsweise um dem Ball eigentlich eine gewisse Höhe zu geben, brauchen wir eben auch eine gewisse Anzahl an Umdrehungen rückwärtsdrall. Und man kann, glaube ich, so für jeden Standardamateur sagen, circa 2500 Umdrehungen sind das Minimum für die meisten, wenn sie den Ball gerne gut kontrollieren wollen. Das heißt, wenn er wirklich fliegen soll und wenn er regelmäßig am Fairway landen soll, dann braucht man eine gewisse Anzahl an Umdrehungen rückwärtsdrall. Und das kann man hier eben mit diesen beiden Treibern super fitten, super herausfinden und dementsprechend kannst du dir den perfekten Treiber kreieren. Und solltest du Interesse haben eben an einem neuen Treiber 2019, dann musst du auf alle Fälle den Epic Flash und den Sub-Zero bzw. die Sub-Zero-Version vom Epic Flash ausprobieren, denn es ist ein großartiger Treiber. Er sieht nicht nur gut aus, sondern er hält wirklich, was er verspricht. Ich hoffe, dir hat diese kleine Review gefallen. Driver vs. Driver, Callaway gegen Callaway. Und ich hoffe, dass du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist. Damit du kein Video mehr verpasst, möchte ich dich bitten, abonniere meinen Kanal, klick auf die Glocke. Und dann bist du beim nächsten Mal sicher wieder mit dabei. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag, ein schönes Spiel. Ciao. I can't regret leaving you alone until you find your way back home.